Politische Beobachter haben Fraktionsvorsitzenden schon häufig das Etikett des Zuchtmeisters angeheftet. Es ist 8 Uhr morgens. David McAllister ist noch Fraktionsvorsitzender und er war noch am Vorabend mit dabei, als es in der Bundesversammlung in Berlin reihenweise Abweichler bei der Union gab. Ist es also auch heute in Niedersachsen nötig, der Fraktion Zügel anzulegen? Wir haben eigentlich eine sehr gute Stimmung in der Koalition, auch in dieser CDU-Landtagsfraktion. Aber man steckt in den Leuten nicht drin. Dass sich da einer seiner Wahl aber doch ganz sicher ist, dafür gibt's etliche Indizien. Blumensträuße, die in den Landtag gebracht werden, Jagdhornbläser, die anmarschieren und Ehefrau und Kinder von David McAllister. Überhaupt die Familie. David McAllister zeigt sie inzwischen gern her. Irgendwie gehört das wohl jetzt zur neuen Rolle. Ja, wo bist du? Das sind deine Kinder. Der Medienrummel ums Ehepaar mit Töchtern will kaum ein Ende nehmen. McAllister kostet es minutenlang aus, bevor es dann eher nüchtern wird im Landtag. Die Wahl steht an. Und dass McAllister vorher immer gesagt hat, nicht so richtig aufgeregt zu sein, war begründet. Er erhält 80 von 82 Stimmen, die Union und FDP zusammen haben. Ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen und biete allen Abgeordneten des Landtages eine gute Zusammenarbeit an. Vielen Dank. 7 Jahre als Fraktionsvorsitzender sind in diesem Moment vorbei. Ab auf die Regierungsbank. So zumindest denkt das wohl David McAllister und entert den Chefsessel. Aber Proteste der Opposition. Er ist ja noch nicht vereidigt, also formal noch nicht Ministerpräsident. Also wieder zurück. Er sagt offenbar nicht zu Unrecht von sich selbst. Er sei ungeduldig. Es sind dann anschließend eher die Geduld der Kinder und deren Ohren, die strapaziert werden. Auch McAllisters Entdecker, der ehemalige Landrat aus Cuxhaven, ist da. Ich gelte als dein Ziehvater. Wenn alles gut läuft, wollen ja mehrere deine Ziehväter gewesen sein. Aber ich bin's wert nicht. Die Stimmung wird so, wie David McAllister sich gern beschreiben lässt. Volkstümlich, bodenständig. Weggesungen der Gedanke daran, dass er nicht alle Stimmen von Schwarz-Gelb erhalten hat. Vielleicht hat da irgendeiner noch eine Rechnung aufgehabt, die er begleichen musste. Wenn er das meint, denn also dem Ergebnis tut das keinen Abbruch. Von heute an ist das der Sitz des Regierungschefs, der dem gewohnten Kabinett vorsteht. Alle Minister unter Wulff bleiben auch unter McAllister. Und der darf nach seiner Vereidigung dann auch tatsächlich den Chefsessel in Beschlag nehmen und dann natürlich auch erstmals erleben, wie das so ist, als Hauptzielscheibe der Opposition. Doch als es richtig zur Sache geht, ist die Aufmerksamkeit der Töchter fast endgültig geschwunden.